vielfachen Wunsch und immer wieder großen Interessen und Nachfragen habe ich jetzt doch mal alle meine Hausschuhe, die ich gestrickt und gefilzt habe, was ich mir immer so ein kleines Zauberbüchelchen schreibe, in eine Tabelle gebracht. Und das möchte ich euch heute kurz erklären, dass ihr dann immer ohne große Probleme eure Maschen und Größenzahl findet. Und zwar ist die Tabelle aufgebaut in der Größe. Es sind immer 2- bis 3-fach Größen. Maschen, die ihr anschlagen müsst. Offene Reihen. Das ist dann mit der Rundstricknadel in Größe 8. Die Zugabe, die geschlossenen Reihen und dann die Spitze. Diese Tabelle bezieht sich auf 100% Filzwolle, Schurwolle, die dickste, die ihr finden könnt. Das steht da auch immer auf der Banderole drauf. Und 8er Stricknadeln, Rundstricknadeln wie das Spiel. Und das ist so aufgebaut. Ich nehme jetzt einfach mal wahllos die Größe 31 bis 38. Ihr müsst 28 Maschen anschlagen, das habe ich euch gezeigt, wie es geht. 26 offene Reihen stricken, dann auf das Spiel bringen und 2 Maschen zunehmen. Und dies bedeutet hier, wie viel ihr auf das Spiel jeweils macht, auf jede Nadel. Entweder strickt ihr mit 4 Nadeln plus die 5. zum Stricken. Das wären dann bitte 7 Maschen, 8 Maschen, 8 Maschen, 8 Maschen, 7 Maschen auf die Nadeln bringen, oder ihr strickt mit 4 Nadeln, 3 Nadeln, worauf die Maschen sind, 1 Nadel zum Stricken. Es geht einfacher, ich habe es auch gezeigt, wie es geht, weil ich habe schon gehört, also es macht einen ganz Kirre, wenn man mit 4 Nadeln stricken muss. Das funktioniert prima und es geht eigentlich einfacher. Dann stricken wir 24 geschlossene Reihen und nehmen dann die Spitze ab bis auf 8 Maschen. Wichtig dabei ist die Spitze, wenn ihr wirklich mal auf 7 Maschen kommt oder 6 Maschen oder 9 Maschen, es ist eigentlich nicht so wichtig, dass ihr genau immer die 8 Maschen trefft oder die 8 bis 10, 10 bis 12. Ihr könnt auch etwas weniger oder etwas mehr an Maschen dann für die Spitze zusammenziehen und vernähen. Wichtig ist, wenn ihr fertig seid mit dem Filz-Hausschuh, ihr wascht den einmal bitte bei 40 Grad ohne Weichmittel, Weichspüler, mit Flüssigwaschmittel in der Waschmaschine auf Pflegeleicht, und dann zieht ihr ihn feucht an und zieht ihn auf die Größe, die ihr braucht oder dergleichen. Wenn er dann immer noch zu groß ist, dann mache ich das bei meinen Hausschuhen immer. Ich stecke das einfach in meine Pflegeleicht Feinwäsche bei 40 Grad nochmal mit rein, richtig schön in den Trommel, wenn die ganze Wäsche drin ist. Und guck dann, passt er mir oder ist es immer noch zu groß, dann tue ich den auch ein 2. oder 3. Mal rein, bis genau die Größe entstanden ist, die ich haben möchte. Es funktioniert manchmal nicht im ersten Waschgang. Ist er denn zu klein, ist es auch kein Problem, den Hausschuh nochmal so richtig nass machen mit Flüssigwaschmittel oder Flüssigseife und ihn wieder ganz gewaltig ziehen auf die Größe, die ihr braucht. Ich hoffe, die Größentabelle hilft ihr euch weiter. Und das so übersichtlich gestaltet, dass ihr gut zurechtkommt. Viel Spaß dabei!